Willkommen meine lieben Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr schnell und einfach Münzen machen könnt, Freunde. Zudem zeige ich euch natürlich meine UV-Liste. Wenn es euch gefällt, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Wenn ihr neu hier seid, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, Freunde. Ab geht's. Freunde, schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Partner vorbei. Mit dem Rabattcode Alex96 bekommt ihr auch nochmal sehr, sehr gute Rabatte. Erster Link der Videobeschreibung. Ja, Freunde, ich habe heute wieder eine sehr, sehr krasse Low-Budget-Methode für euch hier vorbereitet. Ihr seht schon 60 Verkäufe. Wir sind natürlich hier wieder auf dem Sword-Account. Hauptaccount habe ich 12 Millionen in High-Rating investiert. Icon-SBCs sind auch geleakt. Mittel- oder Baby-Icon-Pack kommt wahrscheinlich. Und dadurch werden die Preise wahrscheinlich sehr, sehr gut steigen. Da kann man auch bald verkaufen. Wäre auch gut, dann könnte ich auch dort wieder mehr machen. Aber wie gesagt, hier auf dem zweiten Account geht das auch völlig klar. Gehen wir erstmal drauf ein, was habe ich hier gemacht. Ihr seht hier, Silberspieler aus der chinesischen Liga gehen alle so für um die 850, 900 gehen die weg. Ich zeige euch mal die komplette Liste. Könnt ihr euch ungefähr so merken, die gehen alle so für 850 weg. Relativ einfach gehen die dafür weg. Gehen wir mal kurz die komplette Liste durch, weil ich habe auch noch ein paar andere Sachen geholt. Nicht so viel. Okay, hier war noch einer von der RND-Wies-Methode. 400 bringen die nur noch. Und hier seltene Bronze-Karten. Seht ihr, könnt ihr so für 400, 450 verkaufen. Gehen auch relativ gut weg. Und Innenverteidiger. Mit Innenverteidiger habe ich das auch gemacht. Gehen für 450 ungefähr weg. Ihr seht das hier. Ich zeige euch kurz, für wie viel ich die meisten Karten geholt habe. Also die habe ich meistens bis 600 geholt, die Silberkarten, also maximal. Ich habe auch manche für 400 oder so bekommen. Und die Bronzekarten habe ich alle immer für 150 geholt. Das heißt, wir machen hier pro Karte immer, bei jeder Karte, egal welcher, Bronze oder Silber, so um die 300 Gewinn, was auf jeden Fall klar geht. Das heißt, wir haben jetzt mit diesen 60 Verkäufen 18.000 Münzen Gewinn gemacht, was absolut klar geht, wie ich finde. Wie gesagt, manche Karten habe ich auch hier für 350 oder so bekommen von denen hier. Also das sind 20.000 durch eine Runde, was auf jeden Fall klar geht. Also mit der Methode könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viele Münzen pro Tag machen. Jetzt gehen wir mal drauf ein, wie holt ihr diese Karten? Ist eigentlich relativ einfach. Ihr geht erstmal auf Silber, dann gehen wir natürlich auf die chinesische Liga. Kam gestern als Ligen-SPC, deswegen sind die auch so teuer, falls mich jetzt jemand fragt, warum sind die jetzt so teuer? Dann würde ich euch erstmal empfehlen, alles, was wir bis 600 bekommt, zu snipen. Oder ihr erbietet es euch. Ihr könnt immer gucken, was kosten die aktuell. Und ihr seht, okay, aktuell kosten die so 650. Ihr könnt auch immer hier gucken. Ja, der ist jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr wert. Ein seltener Brasilianer nehme ich mit, weil der kostet safe 900, 950. Und so könnt ihr dann auch immer nachschauen. Haben wir hier wieder 300. Und so mache ich das hier auf dem zweiten Account. Wie gesagt, ich mache das auf dem zweiten Account hauptsächlich, um euch die Methoden vorzustellen, Freunde. Ich weiß nicht, was wir mit den Coins hier auf dem Sword-Account machen. Vielleicht werde ich da einfach irgendwann mal ein paar Packs ballern. Und ja, ihr seht das hier. Für 600 könnt ihr hier eigentlich jeden problemlos snipen. Stellt die dann zwischen 850 und 900 rein. Die gingen so schnell weg für 850, dass ich die sogar mittlerweile alle für 900 jetzt reinstelle. Würde ich euch auch empfehlen, das so zu machen. Was ihr auch machen könnt, ihr bietet auf jede Karte 600, also bis zu 600. Ihr solltet hier auf jeden Fall auch ein paar Karten für 400 oder so bekommen. Wie gesagt, hier immer ein bisschen die Filter verstellen, weil die jetzt gerade nicht angezeigt werden, die Karten. Machen wir das mal weg. Gucken wir mal, was wir hier zum Bieten bekommen. Ihr seht das hier. Wie gesagt, es werden leider nicht immer alle Karten angezeigt. Deswegen muss man manchmal einfach so die Karten so suchen. Aber ihr seht das. Es gibt hier einige Karten zum Bieten. Und dann geht ihr einfach durch. Alles, was ihr bis 600 hier findet, könnt ihr problemlos einpacken. Packt ihr dann für 850, 900 drauf. Ihr könnt auch versuchen, die noch teurer zu verkaufen, dass ihr sagt, ihr versucht, die für ein Tausender zu verkaufen, weil ich muss ehrlich sagen, für 850 gingen die sehr, sehr schnell weg. Ihr seht auch, hier ist ein Gebot von 1K schon auf dieser Karte. Und so macht ihr das, Freunde. So macht ihr euch die 100er Liste voll mit diesen Silberspieler, was relativ einfach ist, wie ich finde. Geht ihr wirklich die Seiten durch. Ihr seht das, wie viel es hier zu bieten gibt. Leider müsst ihr das so einstellen, dass ihr jede Karte halt hier einzeln raussuchen müsst, weil ihr habt gesehen, dass es leider verbuggt von EA, dass ihr hier nicht die Karten angezeigt bekommt, die nur bis 600 gehen. Aber ich habe euch das jetzt hier so gezeigt, wie ihr das easy machen könnt, Freunde. Und dann bietet ihr einfach auf jede Karte. Was ihr auch noch machen könnt, das habt ihr auch gesehen,
Bronze von dieser chinesischen Liga gehen alle so für 400 ungefähr weg. Also ihr seht das hier. 400, 450 gehen die alle nach einer Stunde weg. Also für 450 bist du die jeden los nach einer Stunde, weil natürlich auch Bronzekarten genutzt werden. Was mache ich hier? Ich spiele einfach nur 150 auf jede Karte. Ihr seht, da sind natürlich jetzt schon ein paar Gebote drauf, aber ist ja gar nicht schlimm. Wir gehen ein paar Seiten nach hinten und bieten einfach 150 auf jede Karte. Wie gesagt, das sind 300 pro Karte, was absolut klar geht. Das heißt, ihr bietet 10 Bronzekarten, habt 3000 Münzen, was sehr, sehr leicht ist. Also muss mir jetzt keiner sagen, dass das jetzt wirklich schwierig ist. Sehr, sehr leichte Methode. Also das sind wirklich so leichte Methoden, extra leichte, risikofreie Methoden, wo man nichts verkehrt machen kann für 150. Auch hier könnt ihr natürlich gucken, gibt es was für 200 oder 250, hat einer hier gefettfingert. Und ihr seht hier, haben schon ein paar für 200 reingestellt und die nehmen wir natürlich alle mit, weil wir wissen, die gehen für 450 weg. Und wir stellen die natürlich dann für 450 rein. Haben wir zwar 50 Coins weniger, wenn wir die jetzt hier für 200 kaufen, aber wir haben die so schnell bekommen, dafür ist das in Ordnung. Auch die könnt ihr versuchen, vielleicht für sogar 500 zu verkaufen, weil die auch für 450 echt sehr, sehr schnell weggehen, wie ich finde. Aber könnt ihr machen, wie ihr lustig seid, Freunde, sage ich, wie es ist. Wie ihr Bock habt, wenn ihr merkt, oh, die gehen nicht so gut weg für 500-600, wenn ihr für 500-600 reinstellt, stellt die wieder für 450 rein. Wenn ihr merkt, oh, die gehen auch für 500-600 weg, könnt ihr natürlich auch noch teurer reinstellen. Ich würde jetzt aber hier auch nicht übertreiben mit diesen Preisen, ne? Dann könnt ihr auch noch hier natürlich generell auch Positionen durchsuchen, da ich gesehen habe, Innenverteidiger ist die Position, wo am meisten gebraucht wird für diese SBC, habe ich natürlich geguckt, was kosten die Innenverteidiger denn so? Und habe ich auch gesehen, okay, die meisten werden, also ich habe mir hier so 10 Stück beobachtet für 400, und ihr habt ja gesehen bei mir, die wurden fast alle gekauft. Und da habe ich gesehen, okay, für 400 werden die nach einer Stunde sehr, sehr gut gekauft. Biete ich auch mal jetzt auf so 1550 und die sind, glaube ich, es ist 8, 9 Stück weggegangen von 15 nach einer Stunde. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Quote. Und auch hier könnt ihr dann einfach durchbieten. Das könnt ihr auch mit anderen Positionen machen. Da guckt ihr, ob die weggehen. Ihr könnt natürlich auch die anderen Positionen erstmal testen. Aber Innenverteidiger, kann ich euch sagen, geht sehr, sehr gut. Und auch hier habt ihr null Risiko. Auch hier macht ihr dann wieder 300 pro Karte. Wenn ihr die für 450 reinstellt, könnt auch nur 400 machen. Die hat nur 250, aber auch sehr, sehr gute Methode, wie ich finde. Also das ist wirklich eine Methode, die sehr, sehr gut klappt. Macht das auf jeden Fall. Auch hier können wir wieder gucken. Gibt aber hier nichts für 200. Würde ich dann hier nichts mitnehmen. Wir gucken nochmal, ob es hier was Seltenes gibt. Bronze, Seltenes. Nehmen wir nochmal mit, wenn wir hier was für 250 bekommen. Gibt nichts mehr, okay. Haben wir alles weggekauft, passt auf jeden Fall. Und ja, so füllt ihr eure Liste auf. Wir gucken mal, ob wir schon Ladung Karten bekommen haben. Ja, und ihr seht, ich zeige euch auch jetzt die Karten, die ich nicht bekommen habe. Aber ihr seht das auch schon, okay, man bekommt die locker für 500 erboten. Ich verkaufe die ja für 900. Mit so einer Karte ist das dann sogar 400 Gewinn, was relativ leicht ist. Okay, wir haben ein paar Karten sogar nicht bekommen, ist ja nicht schlimm. Aber ich habe nicht mal die 600 bei den meisten Karten geboten. Ihr seht, die meisten Karten, wenn ihr für 600 bietet, bekommt ihr auch die meisten. Also wir hätten hier, glaube ich, bis auf zwei Karten alle bekommen, wenn wir die 600 drauf geboten hätten. Also bis auf ihn hier und ihn hier hätten wir alle bekommen. Und auch die Bronzekarten werden wir sehr wahrscheinlich alle bekommen. Dann zeige ich euch natürlich, wie ihr diese Karten reinstellt. Ist auch relativ easy. Geht ihr natürlich einfach, ihr könnt jede Karte nachschauen, würde ich nicht machen. Ich würde einfach alle hier für 850 oder 900 reinstellen. Es kann auch sein, dass manche ein bisschen teurer sind, die halt direkt dann weg sind. Aber ich wäre jetzt zu faul, jede Karte einzeln nachzuschauen. Könnt ihr aber machen, wenn ihr nochmal ein bisschen mehr Profit machen wollt. Aber ich sage euch, es ist 300, 400 Münzen pro Karte. Das ist schon sehr, sehr stabil, wie ich finde. Und so macht ihr euch die Liste relativ einfach voll. Sehr, sehr leichte Methode, null Risiko. Und mit denen hier habt ihr auch gesehen, die haben schon alle für 450 so um den Dreh verkauft. Was absolut klar geht, 300 auch wieder pro Karte. Ja, und leichter geht das nicht. Also leichter hier kann man aktuell keine Münzen machen mit Low Budget. Das ist wirklich sehr, sehr einfach, Freunde. Seltene laufen halt jetzt noch fast 10 Minuten. Die stellt ihr dann natürlich genauso rein, weil ihr auch 150 bezahlt habt. Wie die Innenverteidiger, ist ja klar.
Ja, Freunde, und so macht ihr euch die Liste auf 100 voll. Es kann immer mal wieder sein, dass ihr schnell ein paar Verkäufe am Start habt. Ihr seht, wir haben jetzt direkt eine Bronzekarte für 450 verkauft, direkt 300 Gewinn. Es ist öfters mal der Fall, dass ihr einen Verkauf am Start habt. Wir gehen aber jetzt auf den Hauptaccount rüber. Da zeige ich euch meine aktuelle UV-Liste. Ist ein bisschen teurer wie diese Methode hier, aber für die, die jetzt High Budget haben, natürlich noch meine teure UV-Liste. So, Freunde, da kommen wir noch zu meiner UV-Liste hier auf dem Hauptaccount. Ihr seht schon wieder 8 Verkäufe am Start. Die UV-Liste hier läuft sehr, sehr gut. Gehe ich einfach mal im schnellen Durchlauf durch, würde ich sagen. Wie gesagt, ihr könnt euch die Karten 1:1 so nachkaufen und auch so ähnlichen Preis wie ich ungefähr reinstellen, dass die gehen relativ gut weg. Seht ihr hier, haben wir natürlich auch ein paar Heroes, ein paar Special Karten auf der Liste. Kimpembe, Upamecano, ja, wie gesagt, ich werde jetzt nicht hier jeden Namen vorlesen. Ihr seht ja, was ich aktuell auf meiner Liste habe. Auch ein paar günstige Karten, weil ich aktuell nicht so viele Münzen habe, da ich 12 Millionen in 5 und 8 investiert habe. Thielemans auch gut gesunken, dadurch, dass die gestern rausgeflogen sind. 86er kostet aktuell 13.000 und er kostet 14.000, also... Da ist nur ein Risiko. Sabitzer haben wir hier drauf. Benrahma, sehr, sehr interessante Karte, muss man wirklich sagen. Hier haben wir noch ein paar Argentinier drauf. Bellingham, sehr, sehr interessante Karte. Hier geht eh immer weg. Dybala, Lorente, Castells haben wir hier am Start. Noch ein paar 84er, noch ein paar Silberspieler, die ich schon ein bisschen billiger reinstellen muss. Die sind noch übrig geblieben von der letzten Methode. Dann gehen jetzt halt die letzten 7, 8 Stück nicht mehr gut weg, muss man auch sagen. Aber ich habe mit denen so viel Gewinn gemacht, selbst wenn ich die restlichen 7 theoretisch sogar für 200 verkaufe, wäre mir das völlig egal. De Jong haben wir hier auf der Liste noch. Hier noch ein paar 84er, noch ein paar Ben Yedders mit Hunter. Kimpembe haben wir hier noch am Start. Nochmal ein paar Silberheinis hier, wie gesagt, die muss ich dann noch anpassen. Arnold auch rausgeflogen, auch Abstoßpreis 13k, ja, 12,75, richtig günstig. Den Dembélé hier am Start und ja, das ist aktuell meine UV-Liste, Freunde. Ja, mal schauen, was heute Abend kommt. Heute Abend vielleicht Doppel-Upload, weil wenn was Krasses kommt, werde ich wahrscheinlich dazu auch ein Video machen. Könnt ihr gerne so auch so 20 Uhr vorbeischauen, werde ich wahrscheinlich ein Video machen zum 19 Uhr Content. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, mit dem Trading-Video, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst sehr, sehr gerne auch ein Abo da, wenn ihr hier neu wart, nichts mehr verpassen wollt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare, Freunde. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bin ich für heute raus. Haut rein. Ciao, ciao.